Tja, und jeder schweigt. Hallöchen, herzlich willkommen mit zurück hier, Let's Play Landwirtschaft Simulator 2013. Mit mir Sachsen-Netz Flair, natürlich jetzt hier im Megaprojekt, natürlich wieder mit dem Toni, mit dem Kiwi und mit dem Markus. Immer noch der Tino. Ja, was sag ich? Toni. Toni, ja Toni, ich weiß nicht, wie ich auf Toni komme. Das war mal ein Kasper. Wie schnell fährst du, Mac? 12. Hä? Ich fahr auch 12 und bin schneller als du. Jetzt, ja. Ich hab den Tempomat 1 drin. Ja, Randy, du musst auch sagen, wenn du runterzählst, dann bist du auch so fertig. Ja. Dann im nächsten Part halt ich, egal. Ja, egal. So, oh Mann. Wo waren wir denn überhaupt stehen geblieben? Ich weiß gar nicht so richtig. War die Let's-Playerin im Megaprojekt. Ach so, ja, na gut, das hat man abgeschlossen. Müssen wir halt mal schauen, ob da irgendwann mal noch eine Antwort hier kommt. Die wohl sich mal auskäsen. Wohl bemerkt auf irgendwann. Ja. Weil Interesse haben sie mal alle, nur zurückschreiben tut keiner. Komisch. Standard. Ja. Die haben Angst. Ja, vor wen denn? Vor dir. Du guckst so böse. Ich guck so böse, ja. Ich kann ja mal böse gucken. Auf dein Inventar ist das Zeichen des Teufels im Hintergrund. Dein Inventar ist so. Oh, ja, ich wollte gerade sagen. Ich spiel zu viel Deponia. Ach ja. Wie viel Prozent habt ihr jetzt schon in der PGA? Keine Ahnung. Habt ihr dann auch eines voll, oder? Ich schau gleich mal, wie viel da in dem einen halb angefangenen Silo ist. Die Ballen liegen hier überall rum, das sieht aus wie Scheiße. Ja. Hat der Rockdogs da hingefahren. Die liegen aber auf der kompletten, 28%. Auf der kompletten Karte verstreut schon. Das sind Rundballen, ne? Ja. Da müsste man mal einen Anhänger finden, der die Dinger automatisch aufsackt. Gibt einen Rundballen-Autostack. Der funktioniert aber nicht, was ich weiß. Huch! Wer ist überhaupt auf die Idee gekommen, Rundballen zu machen? Gurden. Gibt so richtig geile Autostacks für Quaderballen. Mit ja, 56 Ballen und so weiter. Naja, aber. Wenn man so viele Leute sind, geht's eigentlich eh, aber der Ballenwagen ist halt jetzt ein Scheiß, weil er so klein ist. Naja, der Beinwagen ist generell scheiße, weil er gleich fixt. Ja. Und der andere, wie es weiß nicht, warum der auf einmal abgespackt hat. Ja. Ah, sorry, wenn gerade hier irgendwas vibriert oder so, aber bei mir fährt ein was Schiff vor der noch Tür. An oder was? Nee, ein Schiff fährt vor der Tür vorbei. Zum Glück habe ich hier keine Taste stehen, sonst wird es jetzt klappern. Was fährt vorbei? Ein Schiff. Ein Schiff. Ja, die fahren jetzt heutzutage auch schon auf der Straße. Nee, ich wohne halt am Kanal. Ernsthaft? Ja. Das ist ja cool. Hamburg oder was? Da fahren immer mal die Schiffe vorbei. Ja. Das fetzt natürlich. Ja, hast du noch nie ein Schiff in der Kanalisation gesehen? In der Kanalisation noch nicht, nee. Gut, siehst du. So. Naja, haben wir das ja auch gleich geschafft, ja. Es ist noch rechts das Eckel nachher noch. Achso. Ihr seid ja eklig. So viele Dinger und nur E-Häcksler. Was sind so viele? Das sind gerade mal 3 Hektar. Dass wir uns den leisten konnten. Dafür sind 1,5 Millionen Liter Weizen draufgegangen. Und es ist sich genau in einer Stunde ausgegangen. Wir haben eine Minute noch Zeit gehabt zum Abfahren. Ah ja. Ihr habt 1,5 Millionen Liter Weizen geopfert für diesen Häcksler. Ja. Ja, was willst du machen bei 250? Ja, gab's. Also, ihr habt da nicht die große Umfrage abgewartet. Nein, ist ja keine kommen. Mhm. Aber die kommt ja schon seit Wochen nicht. Hast du den Weizenpreis schon gesehen? Jetzt? Den was? Hast du den Weizenpreis jetzt schon angeschaut nach dem Verkauf? Ja, ja. Also das kann man nicht mehr ansehen. Naja. Den Weizenpreis. Preise für den Weizen. 137, 142. Habt ihr gut gemacht. Ups. Ist stabil. Laut Anzeige. Ja. Stabile Scheiße. Na, der wird schon wieder besser. Also, ja, aber den brauchen wir auf jeden Fall jetzt in naher Zukunft, brauchen wir keinen Weizen ansehen. Na, Raps würde ich mal empfehlen. Raps ist immer gut. Na, vor allen Dingen Raps ist mit dem Preis auch gut. Naja, deswegen ja. Raps war schon in LS immer begehrt bei 595. Das Beste ist Gerste von der Menge und vom Preis ist Gerste noch immer das Beste, weil da kriegst du doppelte Menge raus. Mhm. Bei Gerste, als was du bei Raps rausbekommst. Zuckerrüben spackt noch 1 Stunde auf 1,6 rum. Aber Zuckerrüben könnten, naja gut, irgendwann dann halt. Naja, die sind aktuell bei 502 an der Mühle und wir haben das ist in extrem der, viel. Wir haben in der Scheiße, in der Statistik
Haben cool. wir keine Zuckerrüben. Top. Nee. Die sollten wir auch welche haben. Wir haben noch kein Zuckerrüben-Erntgerät. Also, Entschuldigung. Ja. Das ist für mich alles so ungewohnt. Ja, bei ja, meine Familie, ja. Meine Bauernfamilie sind Millionäre, die haben immer alles. Ja. So, wir starten ein Safe-Game, 5 Millionen Credit und los geht's. Genau. Das reicht bei den Fahrzeugen hier und ich bin voll. In den Addon okay, aus. Komm ich. So, ja. wo ich auf der Titan-Dings auf der Titanium-Map angefangen habe, mit Klick, da habe ich irgendwas mit 8 Millionen gebraucht, bis ich alles hatte. Also, weil die Fahrzeuge halt hier extrem teuer sind mit den Case und Co. Ja. Naja, gut, aber ich meine. Sieht denn das hier aus, ey? Dann wäre dann, wahrscheinlich gestern der Abschluss-Livestream gewesen. Genau. Weil dann wären wir. Was sollten wir da noch machen? Möglichkeiten gibt es immer, aber. Ich glaube, da wären wir jetzt zu weit fortgeschritten. Ich denke mal, so hat sich ganz gut die Waage gehalten. Über einen Monat ist doch okay. Und jetzt haben wir auch die großen Maschinen. Und jetzt kommt sowieso da. Jetzt rollt sowieso der Rubel. Jo. Mit der BGA. Naja, also ich habe doch lieber gerne Euro in der Tasche, weil Rubel, ich weiß nicht so, wie die Währung sich den nächsten noch entwickeln wird. Mit's nicht? Nee. Ich weiß noch nicht mehr, wir hatten Rubel überhaupt noch Russen, ne? Naja. Das ist mal wieder. Mal wieder die Russen. Ey. Diese 12 km/h Getucker hier. So. Packst du das mit einmal? Na klar. Hab doch Skill. No Skill, just cheat. Also, BGA ist jetzt schon mal dazu 46% full. Na, nee, passt schon so. Randy, kennst du jemanden, der schöne Intros macht? Performer FX, den habe ich aber angeschrieben, habe bis heute keine Antwort bekommen. Er soll zwar menschlich scheiße sein, das sage ich nicht, das sagen andere. Aber er kann seine Arbeit gut machen. Ansonsten, ne, also im Let's Play Forum da vorbeizuschauen, also. Ja, hier, ich mach dir ein ganz geiles Intro. Template plus Name, kostet nur 15 Euro. Lauter so eine Scheiße. Performer FX, aber ob der noch was macht oder ob der was machen will, keine Ahnung. Weil ich wollte eigentlich immer eins haben, so als allgemein, wenn neue Let's Play Projekte starten, dass da sowas kommt. Aber selber ins Basteln, das ist so eine Sache. Und die Templates, die vielleicht von Red oder ich weiß gar nicht wie, die Raven Designs, müsste mal bei Google einfach eingeben: Sony Vegas Intro Templates. Da kommst du irgendwann auf ravendesigns.com. Ich hab keinen Sony Vegas. Achso, na dann, gut, hat sich das so geklärt. Und halt auf Raven Designs und der bietet da etliche Templates für Sony Vegas halt an. Wo du halt, ist halt voller, musst halt nur noch deine Gelümpe da eintragen. Fertig ist, sehen geil aus, aber hat halt jeder Pimmel. Also ja. Von daher, das muss ich ohne haben. Das muss ich ohne haben. Wieso willst du ein neues haben? Naja, nee. Eigentlich passt's ja. Bis aufs Bild. Bis aufs Bild, ja, das müsste ich, aber ich kann es nicht ändern, das ist das Problem. Ja, das ist klar, wenn du die Vorlagen nicht mehr hast. Jo, ich fahr ab. Sehr schön. Wenn du die Vorlagen nicht mehr hast, dann geht das schlecht, das ist so. Ja, die sind ja auch noch, och, ey. Ey, wenn RockDogs online, wenn RockDogs online kommt, ey. Kommst du rum mit deinem Schlepper? Ja, ist da ein Wendekreis wie so ein Bär hier, ey. So, wollen wir mal hier den letzten Mais noch weghauen. Das wird in der BGA. Achso, das hier drüben ist gar kein Feld gewesen. Ich dachte jetzt hier, das ist noch ein separates Feld. Das, scheiße. Separates, das gehört dazu. Ja, nee, ich dachte, es wäre ein separates Feld gewesen. Deswegen hab ich ja vor uns gedacht, was ihr hier alles angeknallt habt, ey. Aber ein größerer Grubber war wirklich nicht schlecht, oder? Ja, der größte ist aber irgendwas mit 7 Meter noch. Es gibt aber nicht mehr viel was größer. Der hat eh schon 7,50. Ja. Gibt gleich noch einen 8er oder so. Oder der hat 6 Meter, glaube ich. Und es gibt noch einen 7,50er. Und Mist. Das ist halt der Vorteil an der ganz großen Seilmaschine hier vor 15 Meter. Die Grubber teilt gleich mit. Ja, aber ist aber nur direkt. Das ist im Endeffekt in echt auch nicht so. Wenn wir es korrekt nehmen.
Wenn wir es korrekt nehmen, ja, das ist richtig, aber die Grubert im Endeffekt klemmt, aber halt für Mais ist die ja nicht ausgelegt, denn die Maisdinger wollen halt vorher immer gegrubert werden, das ist halt so. Aber gut, die neue Mais-Saatmaschine hier, die da 9 Metern oder noch was hat, das ist ja schon mal ganz nett. Alter, da kommst du auch nicht hoch, den Berg, mit dem Scheiß. Ja, dann schieb nur rückwärts rein. Dann fühlt es überhaupt von einer Seite rückwärts immer an. Ja, ja. Dann brauchst du noch nicht mehr drüber fahren. Wenn da steht an dieser Stelle, es gibt Platz mehr, trotzdem weiter abkippen, weil das lädt trotzdem noch ab. So. Mann. Ich kippe jetzt im Silo daneben ab. Doch, mal eins, fang noch mehr an, ich will gerade sagen. Boah, was ist denn hier? Ja, so ein scheiß Ballen halt. Ballen im Maisfeld, das hat aber Jürgen Drees nicht gesehen. Der hat eigentlich den Milchtanker da weggebracht. Der ist nach einer Zeit verschwunden. Achso, sehr cool. Irgendwann. Eins in der Nacht oder sowas. Dann nehmen wir halt den Maisball. Den Maisball. Ja, nehmen wir halt den Ballen mit. Gibt's sowas, Maisball? Hab ich auch vorher gemacht. Ja, es gibt Maisballen. Ja? Ja. Okay. Maisstrohballen. Das ist alles gibt in der Welt. Ja, bei Mais kommt ja hinten nur was raus. Wenn noch nicht gehäckselt. Ja, beim Häckseln nicht, beim Dreschen kommt hinten das ganz normale Maisstroh raus und das kannst du auch für die Biogasanlage und so weiter benutzen. Oder als Einstreuer oder sowas. So, warum nicht? So. 23, 22 haben wir jetzt hier drin. Ah, ja. Was sagt das sonst noch so die Statistik? Nee, in echt haben wir es erst 18 Uhr, wenn es schon draußen finster ist wie in Bernarsch. Das ist ja das Blöde am Winter. Ach, ich hab damit kein Problem, wenn es schon finster wird. Andere haben immer Probleme damit, weißt du, wenn da mal jemand vorbeikommen soll, irgendwas abholen soll, etc. Und nein, im Dunkeln gehe ich nicht allein durch die Stadt, da musst du kommen. Es ist 17 Uhr, weißt du, draußen arschfinster, ist eigentlich noch mitten am Tag. Nein, da ist es ja schon dunkel in der Stadt, da laufen ja schon die Verbrecher rum. Ja. Ansonsten finde ich den Winter gut. Es ist dunkel, es ist kalt, es ist ruhig. Das Einzige, was mich am Winter aufregt, sind diese ganzen Menschen mit ihrer Heuchelei. Das riecht mich auf. Was für eine Heuchelei? Naja, Weihnachten. Ach ja, wir haben uns alle lieb und auch meine Gute so. Und hier und jenes. Und das riecht mich auf. Weißt du, wenn das ganze Jahr über so wäre, hätte ich kein Problem damit. Aber immer so zur Weihnachtszeit dieses Pseudo-Liebgabe, das kann ich einfach nicht ab. Ja, so ist es aber halt. Ja. Gerade weil ich ja nur noch Gerade nur weil ich noch die letzten Jahre im Einzelhandel aktiv ist und da ist Weihnachten alles andere als besinnlich. So voll. Da ist Weihnachten alles andere als besinnlich. Wie die Leute da ausrasten, beziehungsweise zu Weihnachten einfach immer nur noch richtig bescheuert in der Platte werden. Oh, was soll ich denn da kaufen und das brauche ich noch? Oder auch die Kategorie, ist es Heiligabend? Ach, heute ist ja schon Weihnachten, ich brauche noch Geschenke. Ist ja nicht so, als würde der ganze Scheiß da im Kalender das ganze Jahr drinnen stehen, weißt du? Das ist im Handel einfach nur Stress. Also mehr ist das im Endeffekt nicht. Und deswegen konnte ich mit Weihnachten dann nicht mehr allzu viel anfangen. Ja, aber so ist es halt, ne? Ja. Es ist halt nicht mehr wie früher. Naja, man muss schon dazu sagen, also teilweise ist es schon Heuchelei. Aber teilweise auch nicht, denke ich. Es ist halt das Fest der Liebe, sagt man ja so schön, ne? Ja, da brauchen wir eins im Lieben, sonst kann man ja niemanden lieben. Das ist richtig. Das ist natürlich Grundvoraussetzung. Kannst du ein Weihnachtsspecial mit deinen YouTubern machen, wenn du keinen anderen zum Lieben hast? Die freuen sich sicher, da gibt es ja einige, die zuschauen werden. Irgendwie wurde auch mal gestern im Stream gefragt, macht ihr ein Weihnachtsspecial? Ja, ist die Frage. Müssen wir mal schauen, wer da Zeit bin hat, nicht oder? Da, ich bin 14 Tage wahrscheinlich zu Weihnachten nicht da. 14 Tage? So lange geht das bei euch da drüben? Der Feier hat aber ganz schön ausgelassen mal wieder. Naja, bis Neujahr, oder? Ach, nicht klar. Es gibt's bei uns heilig, dann 1.2. und danach geht die ist eigentlich wieder vorbei. Dann ist wieder Arbeitswelt genau, ist an. Noch Heiligen Drei König. Ach, hier mit euren König, also. Habt ihr. Ist Österreich noch ein Königreich, oder? Leider nicht mehr. Gib mal Gas, Schui. Wir waren nie ein Königreich. Oder? Treff ich noch, ja.
Der war nur Kaiserreich. Ja. König war nur von Ungarn. Ah ja. Gut, aber wer nun Kaiser, König, Wilhelm und Holzenklotz, wer immer ist, erfahren wir dann natürlich aus dem nächsten Part wieder. Dann denke ich mal, werden wir hier auch fertig und können wieder in die Tagperspektive schalten. Ja, in dem Sinne, boah, bis zum Morgen und tschüssülü. Was halt? Ja. Nee, tschüss. Gut. Achso, ja. Tschüss.